Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Aber Leute, wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Es gibt noch drei Charaktere, die hier kamen mit dem letzten Update dazu. Und die wollte ich auch noch durchspielen. Zetschel ist ja auf jeden Fall neu. Ich würde sagen, starten wir mit Zetschel, ne? Weil die anderen beiden haben wir schon letztes Mal gesehen. Aber bei Perth können wir jetzt sagen, wir haben es geschafft. Es gäbe auch noch so verschiedene Spielmodis. Aber ich weiß nicht, ob ich die machen will. Guckt euch das alles an, ne? Pechmodus. Also, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier... ich muss erst verschiedene Sachen hier abschließen, dann könnte ich diese ganzen Modis hier machen. Ja, guck mal, habe ich noch richtig viel zu tun. Ja, genau, ich will den schweren Modus, ne? Minus 5 auf maximale Gesundheit... Aber im Multiplikator auf... Auch noch ein plus 15% Multiplikator auf Gegner-AP. Normal, Truhen erhalten minus ein Item. Und minus 5% auf Glück. Das heißt 5% weniger gute Sachen. Irgendwann. Aber erstmal will ich mit allen Charakteren das Spiel so schaffen. Es gibt übrigens, glaube ich, noch keine Achievements für dieses Game. Eventuell mit der Vollversion, mit der 1.0 wird es Achievements geben. Da muss man wahrscheinlich auch diese ganzen Spielmodis einmal schaffen. Also an diesem Spiel habe ich noch richtig viel. So, jetzt starten wir einmal mit Zetschel. Was ist das Besondere an dir? Dass du Harmonie auf jeden Fall direkt von Anfang an hast. Federschief kann in jedem Zug einmal benutzt werden. Okay. Kein Tutorial für sie. Für ihn. Entschuldigung, hab vergessen, dass es ein Junge ist. Krypta oder Stachelgruft? Gehen wir mal Stachelgruft. Harmonie. Zeige ich nochmal. Wenn ein Feind mehr Schaden als Gesundheit hat, wird er für den Spieler kämpfen. Dann habe ich einen Verbündeten. Ich weiß aber nicht, wie sich das auswirkt. Muss ich mal ausprobieren. So, Block. Muss 14 Schaden blocken. Und ich gebe die Harmonie. Wir sehen, wie sich das auswirkt. So, 14 hast du. Bei dir gehe ich auf die Harmonie. Ich will einmal sehen, wie sich Harmonie auswirkt. Wahrscheinlich spielt dieser Charakter auch darauf, dass man den Gegner für sich irgendwie gewinnt. Harmonie baut sich jede Runde aus. Also da geht immer ein runter. Der kommt jetzt echt auf meine Seite. Und damit triggere ich den Kampf dazu, dass er einfach instant vorbei ist. Der Rucksack von Judge ist zerrissen. Wenn er aufsteigt, kann er seine Taschen neue Felder hinzufügen. Ach, wie bei dem Roboter. Okay. Überlege ich gerade. Der Roboter hat ja wirklich so ein ähnliches Spielmuster. Okay. Erstmal Stiefel. Sehr praktisch. Ich überlege gerade. Oh, noch ein Federschiff. Die ergänzen sich ja, ne? Für jeden Schief kriege ich 2 Schaden plus. Ich
könnte noch ein Dolch mitnehmen. Oder ich nehme das Messer mit. Das macht auch gut Schaden. Einen Moment. So, dann haben wir darüber noch einen Platz mehr. Aber diese Flöte ist ja richtig geil. Ich hätte nicht, dass Harmonie sich so krass auswirkt. Oh, ich sehe schon, auf wen ich das mache. So, du kämpfst für mich. Das ist auch schön, diese Federschiffs verbrauchen keine Ausdauer. Wir haben Verbündeten. Was, wenn die beide für mich kämpfen? Sie gehen und ich krieg die Erfahrung. Nice. Ist ja ein richtig interessantes Gameplay. Nee. Wenn, dann schon eher so. So, das kommt hier hin. Der Lamellenschild ist besser als der Rauschschild. Aber noch kann ich ihn mitnehmen. Ein blaues Hackebeil. Hätte ich mehr Hackebeile, ne? Eile am Meer gelernt ist richtig nice. Oh, hier ist wieder diese richtig geile Handschuh. Oder? Nee, das ist ein anderer. Überlege ich gerade, was ich noch mitnehme. Ach komm, dann nehme ich mir die Blumen hier noch mit. Ich tausche Essen gegen ein Hackebeil. Ich habe kein Essen. Also kann das von... obwohl, zählt ja die Blume? Er zählt die Blume tatsächlich. Ein goldenes Hackebeil. Angrenzende oder diagonale Hackbeile erhalten plus 1 Schaden. Naja, ist Damage, ne? So, da oben gibt's was zum Sammeln. Das war eine Heilung. Okay, gut. Oh, noch eine Flöte. Na gut, bringt mir nichts, ne? Ein verfluchter Schleifstein. Nee, ich nehme auf jeden Fall den Schlüssel mit. Hätte ich das Geld. Hier, nimm das Hackbeil. Ich will den Schlüssel haben. Kann ich auch noch irgendwie den Kaktus mitnehmen? Ja, ich kann dir den rauen Schild geben. Dann kann ich mir auch noch den Kaktus leisten. Ja, klappt so. Dann kann ich hier die Tür öffnen. Oder aufs Beste hoffen. Oh, ein abgesplittetes Schwert. Wir haben da noch ein Saphir. Das macht meine Waffen besser. Nochmal einen Schlüssel. Und etwas, das Schaden macht. Was aber Mana braucht. Aber ich kann es ja verkaufen. So, hier bitte.
Ey, du Fliege, möchtest du dich mir nicht anschließen? Blüpp, blüpp, blüpp. Kämpfe mich. Das ist so geil. Das Gameplay mit der Flöte ist richtig awesome. Ich könnte auch mal auf den Mana spielen. Das wäre bestimmt auch ein richtig interessantes Gameplay. Also ich will auf Twitch auf jeden Fall mit jedem Charakter einmal durchspielen. Danach mache ich das eventuell in zum YouTube-Projekt, wo ich einmal hier so diese ganzen Challenges angehe. Das würde ich mir so in der Zukunft vornehmen. Da könnt ihr mir dann auch in den Kommentaren auf YouTube dann schreiben, ob ihr hier beispielsweise wirklich mal so eine Challenge haben wollt, dass ich mal nur mit magischen Items kämpfe. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber das könnte auch sehr interessant werden. Okay, hier ist wieder eine Kiste voller Sachen. Das Problem ist, volle Tasche. Erstmal kämpfen. So, mit den Schießen kann ich ja einmal gratis reinhauen. Magst du nicht lieber für mich kämpfen? Ich muss mal drauf achten, die geben normal 6 XP. Ob die jetzt immer noch 6 XP geben? Ja, es macht keinen Unterschied, ob ich sie töte oder ob ich sie bekehre. Im Endeffekt kriege ich die gleiche Anzahl an Punkten. Oh, das ist echt so ein Charakter, der auf Harmonie spielt. Okay. Ich nehme den Saphir noch mit. Wird mein abgesplittetes Schwert noch mal stärker. Ja, und ich würde die Milch eventuell zum Verkauf mitnehmen. Oder? Nee. Ich nehme die Milch mit. Zum Verkaufen. Ach, der... Der will nicht noch mehr. Na komm, dann gucken wir noch mal, was die Kiste bringt. Ein Eisenhelm und ein paar Tränke. Nee, ist alles Müll. Ach so, das muss ja ganz oben sein, ne? Vergaß. Erstmal den Helm voll falsch einsetzen. Jeder Zug kriegen die alle 2 Scham. Bist du nicht normalerweise auch der Healer? Oh, du kämpfst für mich. Das ist so schön. Kämpfe für mich. Es ist so schön. Ey, komm, damit du nicht auf die andere Seite übergehst. Nicht schön, wenn man verbündet hat. So, ich muss dein Leben ein bisschen runterhauen. Damit ihr nicht wieder auf die andere Seite geht.
komm. Und dann verwende ich mal die Milch. Das ist eine gute Kombination mit den Stacheln. Dich mache ich so meinen Verbündeten. Ja! Boah, das wäre auch eine richtig interessante Challenge, ne? Keinen Gegner töten, sondern sie nur in mein Team holen. Das wäre eine richtig krasse Challenge. Ich nehme die beiden Dornrosen mit. Euer Blatt der Schnelle finde ich jetzt nicht so nice, oder? Nee, das ist am Ende des Kampfes weg. Da bringt mir die Dornrosen mehr. Außer ich verkaufe sie natürlich direkt. Noch ein Handschuh. Oder krasse Schild. Dann kann er den Lamellenschild haben. Oh nein. Nee, wir haben gelernt, nie wieder dieses Schwert des Paladins mitnehmen. Das ist absoluter Müll. Das wirst du nie wieder los. Ja, ich nehme dann noch so einen Handschuh mit. Für die Handschuhwelt. Noch mehr Verteidigung. Ja, und das kann ich ja im nächsten Kampf verwenden, ne? Was ist das denn für ein Effekt? Der will mir Geld klauen? Nee, so haben wir nicht gewettet. Wird der jetzt für mich Geld mopsen? Hat der mir jetzt Geld gegaunert? So, ein bisschen Harmonie haben wir schon auf dem drauf. Dieser Vogel ist das interessanteste Gameplay, was ich je gesehen habe. Das ist ja ähnlich wie bei Undertale mit Frisk, ne? Dass du versuchst, hier jeden dann... Also, wie bei Frisk, wo du jeden Jahr bekehren musst, dass er für dich ist. Oh, ein Glücksring. Ja, wir tauschen mal die Handschuhe. Muss ich das aber so tauschen? Das bringt mir mehr. Da kriege ich 2,5 dann nochmal drauf. Den Handschuh kann ich dann nicht mitnehmen. Was man machen könnte, das mit das tauschen, aber ich sehe da nicht so einen großen Sinn hinter. Ich kann wieder Sachen verkaufen. Und so Müll kaufen. Das warme Getränk wäre ganz nice für eine Heilung. Aber ich habe nichts, was ich jetzt wegwerfen wollen würde. Das Zeug, was ich da habe, kann ich alles gebrauchen. Ich kann auf jeden Fall mal den Schlüssel schon mal verwerten. Danach kloppe ich mich hier. So, dich will ich ja auf jeden Fall bekehren, damit du mich nicht bestiehlst, ne?
Kämpfe für mich. Kämpf für mich. Dieser Char ist so geil. So, besser kann ich das da oben nicht machen. Jetzt kann ich das hier ein bisschen besser gestalten. Kann ich eventuell... hier das ein bisschen besser machen. Ja, dann habe ich den Handschuh nämlich auch nochmal verbessert mit dem Handschuh, mit dem Schild. Hier ist ein Ballon, ich dachte erst, das wäre ein Lolli. Die Helme, die negieren sich halt alle gegenseitig. Das packe ich einfach mal dahin. Ich habe gerade kurz geguckt, ob man eventuell das anständig mitnehmen kann. Also ich könnte es mitnehmen, aber es bringt mir nicht viel. Naja, es verstärkt die Rüstung, ne? Jetzt könnte ich noch was mitnehmen, einfach nur zum Verkaufen. Hat irgendwas von euch einen hohen Wert? Der Eisenhelm eventuell. Hier, kannst du ihn halten. Und den finde ich jetzt auch nicht so nice. Ist aber auch nicht schöneres Zeug. Oh, ein Knüppel. Können wir hier auf jeden Fall nutzen. Den Schaukeln können wir einfach den nächstbesten Gegner ins Gesicht werfen. Dasselbe gilt für die Tränke. So, jetzt kann ich noch Schaden zu einer Waffe hinzufügen. Füge einem Instrument 3 Schaden hinzu. Ist damit jetzt gemeint, dass es mehr Harmonie macht? Nee, es macht auch noch zusätzlich Schaden. Also es hilft dann jetzt so gesehen mit. Was anderes kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Energie hätte ich auch gern gehabt, aber das hätte ich mir im Leben nicht leisten können. So, jetzt sind wir ja bei einem Boss. Da kann ich das gut gebrauchen mit dem extra Schaden für den Boss. So, du kriegst jetzt erstmal Gift ohne Ende. Schön zu wissen, dass du so ein Standardboss bist. Ey, wisst ihr, was ich richtig interessant finde? Wenn wir jetzt den bekehren können. Versuch den Boss zu bekehren. ...25 muss ich blocken. Ja, man kann den Boss bekehren! Nice! Harmonie ist ja richtig nice. Alter, der Bombenstein. Anajuwel kann mich wiederbeleben. Die reinigende Flamme, die ist, glaube ich, sogar besser. Weil dann alle meine Waffen die Statuseffekte von den Gegnern wegkratzen. Ich weiß, eine Wiederbelebung wäre auch ganz schön gewesen. Aber ja. Okay. 2 Wolkenschwert. Ja, angrenzendes oder diagonales Baumaterial. Das lässt sich zumindest bestimmt gut verkaufen.
Knüppel finde ich jetzt nicht so krass bei diesem Gameplay. So, wir haben keinen Schlüssel, also können wir nur da lang. Aber es macht zumindest gut Schaden. Okay, wenn ich jetzt wüsste, was ihr könnt, ne? Der hat viel Verteidigung. Der macht Flüche, der Dreckige. Du kommst bitte hier rüber. Damit du mir keinen Fluch anhängst. Aber mit jedem Angriff, den ich mache, verliere ich Harmonie bei einem Kameraden. So, jetzt hast du wieder Harmonie. Ja, in der nächsten Runde müsste er besiegt sein. Tschüss. Das geht ein Schnickchen. Heilkettenstern. Das ist ein Projektil. Erzeugt Schurikent in jedem leeren Feld in dieser Reihe. Oh, eine Harfe. Noch mehr Harmonie. Das ist jetzt nicht so geil. Außer ich würde es hier hinpacken. Ich will die Harfe auf jeden Fall mitnehmen. Ist mehr Harmonie, ne? Standardmäßig jede Runde mit hier 4 Harmonie. So, kämpf für mich. Das Schöne ist, der Schaden, den die Flöte verursacht, wird nicht als Harmonieschaden angesehen. Tschüssikowski. Guck mal, ich mach einen No-Kill-Run. Oh, ein neues Federschief. Oh. Komm, der Beutel mit Shurikens bringt mir nichts, wenn ich eh keinen Platz frei habe. So, so macht das Ding wenigstens mehr Schaden. Da ist was zum Sammeln. Und da ist ein Ereignis. Nee, ich will nicht verwöhnt werden. Hier will ich mir schon wieder eine Zwiebeln andrehen. Warum wollt ihr mir alle Zwiebeln andrehen? Oh, du mögest für mich kämpfen. So, der kämpft jetzt für mich. Der hat gut Schaden genommen. Vor allem Ding, das Gameplay mit diesem Vogel, das kommt mir richtig easy bisher vor, ne? So, wie machen wir das jetzt am besten? Das können wir nur so verwenden.
Ja, das wäre eigentlich, glaube ich, das Beste, ne? So, jetzt haben wir wieder Plätze. Nee, hab keinen Zauberstab und kämpfe auch mit keinem. Die Harfe kommt hier ganz oben hin. Wir kriegen einen neuen Kaktus. Den kann ich hier hinpacken. Schade, dass das alles nicht leitfähig ist. Rüstungstrank kann mir bei einem Kampf mal helfen. Ja, und das Ding ist ja selten, also verkaufe ich's. Ich weiß nicht, kann man die Mana-Steine auch verkaufen? Wir werden es nicht rausfinden, weil ich keinen Laden zur Verfügung habe. Danke für die XP. Um Gottes Willen, da will einer einen Fluch auf mich machen. Ich will diesen Fluch nicht. So, kämpf für mich. Ich nehme den Schaden. Doch, geschafft. Oh, Wut. Das ist richtig gut. So, den Mana-Schein legen wir weg. Was, wenn man die Schuhe übereinander packt? Wir haben hier noch eine neue Harfe. Ist halt auch das Ding, ne? Aber hier ist nichts, was ich wegwerfen will. Ich nehme den Fisch mit, dann kann ich mich beim nächsten Kampf heilen. Wir haben eine bessere Heilung gefunden. Warte mal. Schmied? Ich kann eine Rüstung leichtfähig machen. Funktioniert das jetzt auch so? Nee. Wahrscheinlich einfach nur leichtfähig in Hinsicht auf Mana. Drei langsam auf eine Waffe. Da kommen dann mal die restlichen Rüstungsteile ja auch noch leitfähig. Ja, und einen Schlüssel habe ich nicht gefunden. Die tiefe Höhle Teil 2 von 3. Du willst neue Gegner beschwören? Du bist ein Heiler? Ja, wenn will ich dich, glaube ich, zu mir rüberholen, ne? Damit du keine weiteren Gegner beschwörst. So.
einmal sicherheitshalber. Und dann hole ich das Vieh hier rüber. Kämpft für mich. Oh, ich bin tot. Ach so, die fangen den Schaden nicht für mich ab. Ich dachte die ganze Zeit, die fangen den ab. Das war mein Denkfehler. Na gut, wir haben ja dasselbe Inventar von gerade. Ich denke halt die ganze Zeit, die fangen den Schaden ab. Warte mal, dich will ich bei mir haben. Dann kannst du mich ein bisschen heilen. Zumindest hoffe ich, dass du mich heilst. 20 Schaden muss ich negieren. Zusätzlich kriege ich jetzt einen Fluch ab. So, mach die Schnecke fertig. Ich muss den Schaden nehmen. Zumindest kriege ich keinen Fluch ab. So. Ihr wollt für mich kämpfen. Ja, ich kann die Nummer angreifen, sonst ist die Schnecke drüben. Tschüssikowski. Eine klassische Gitarre kann in jedem Zug einmal benutzt werden. Kriege ich nochmal 3 Charme. Und wir haben einen Schlüssel. Goldener Dolch kann in jedem Zug einmal benutzt werden. Verursacht +2 Schaden beim Töten, wenn Gegner nicht beschwört wurde. Und es erschafft 2 Gold. Flügelter Helm. Okay. Ist ein krasser Helm. Das muss aber nach ganz oben. Hier halt das Ding. Aber der Helm, der wäre halt schon gut. Nee, die Harfe ist besser als die Gitarre. Eine zweite Flöte macht keinen Sinn. Ich nehme anstatt dem Schwert den Dolch. Kann ich das hier hinpacken? Das kann ich behalten. Das ist das Wichtigste von allen, dass ich das behalten kann. Und eventuell kriege ich es ja jetzt hin. Danke für den Raid, Leiko. Vielen Dank. Sehr nett von dir. So, was machen wir denn jetzt hier noch? Müsste so eigentlich ganz gut gerade funktionieren. Verkaufst mir auch keine schönen Sachen, ne? Wenn ein Item 2 Felder entfernt ist. Okay. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream, Leiko. Danke fürs Follow. Danke fürs Follow, Redstone. Und danke fürs Follow, Leiko. Ich überlege gerade, was ich hier mitnehme. Das Essen, das könnte mir schon manchmal helfen.
Und danke noch an Chinkujo für das Follow. Danke. Sehr nett von euch. Zeige ich euch auch Peace. Wartet. Ich baue das Ding wieder auf. Ja. Zeige ich euch Peace. Als Danke. Was sind denn das für komische Gegner? Wollt ihr vielleicht für mich kämpfen? Nur so rein zufällig? Vampirismus. Das sind die ersten Gegner, die ich mit Vampirismus sehe. Ihr geht. Nicht nett. Ist überhaupt nicht nett. Gifte sind so ekelhaft. 18 Schaden muss ich blocken, tue ich schon. Gleich kämpft er für mich. Ja! Jetzt bist du meine Fledermaus. Können trotzdem sein, dass ich sterbe. Ne, bin tot. Ich kaufe mir, glaube ich, wirklich noch ein weiteres Schiff. Weil die verstärken sich ja alle gegenseitig. Und das tötet mich nur selbst. Das macht nur Minus. Nee, das Ding ist auch nicht praktisch. Ich könnte auch höchstens das geneigte Schwert noch mitnehmen. Kann ich das noch verkaufen? Könnte mir sowas bringen. Probieren wir es mal. Wieder da vorne hingehen. Abspeichern. Eventuell muss ich auch einen neuen Run starten, weil ich den Kampf nicht schaffen kann. Wäre ein bisschen schade. Ich habe jetzt natürlich nicht daran gedacht, das Teil irgendwo neben einem anderen hinzulegen. Sehr schlau, Shining. Block genügend. Muss den ein bisschen runterprügeln. Das Gift ist es halt, was mich umbringt. Alles raus und schließ dich mir an. So. Das Schwert macht, glaube ich, mehr Schaden. Ja, das macht mehr. Ey, was fällt dir ein, da wieder rüber zu gehen? Was hier bei mir zu bleiben? So. Wechselt er einfach das Team. Ich glaube, es hackt. Wenn ich kann, versuche ich sie, glaube ich, lieber umzubringen. Dann überlebe ich die Runde wenigstens. Oh, mit 1 HP. Alter Baumstamm. Er schafft ein Kraut in dieser Reihe. Was bringt mir das? Okay. Ich nehme den Würfel und hoffe auf was Besseres. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Das bringt mich selber um. Sehr schön.
würde ich gerne nehmen, habe aber nicht den Platz dafür. Eine weitere Harfe kriege ich noch ein bisschen mehr Harmonie. Komm, ich hätte so gern einen Heiler gehabt, ne? Wie soll ich mit 1 HP den nächsten Kampf überleben? Naja, ist eigentlich möglich, wenn ich keinen Schaden erleide. 29 muss ich blocken. Komme ich gerade so hin. Bitte hab keine Giftfähigkeiten. 30 muss ich blocken. Oh. Zum Glück mache ich weniger Schaden als Harmonie. So, mit den Gratiswaffen kann ich ja einmal draufhauen. Ich kann es dann erst verbessern, wenn ich genügend habe, ne? Also hier genügend Verteidigung. Jetzt zerschleift er wenigstens mal weg. Und die Waffe ist dauerhaft verbessert. Erstmal mit dem Gratiszeug draufhauen. Und dann wieder blocken. Reicht nicht. Das kann ich leicht blocken. Du kämpfst jetzt für mich. Ein Problem weniger. So, um den muss ich mir wenigstens keine Sorgen mehr machen. Aber ich darf nicht vergessen, der Schaden, den der macht, geht trotzdem an mich. Ja! Oh. Komm, Heil-Item, bitte. Ja, den Diamant, den will ich auf jeden Fall eigentlich mitnehmen. Warum kriege ich kein Heil-Item? Warum, Spiel? Was habe ich dir getan? Kann ich das nicht besser verwerten? So kann ich es gut verwerten. Alles, was angrenzt, kriegt plus 2 Schaden. Ja, den Rest kann ich leider Gottes nicht mitnehmen. Ich habe Probleme. Sehr viele. Komm, bitte. Heilung, Heilung. Der hat das Ultraschwert. Die Vorpalklinge. Gimme, gimme. Also das kostet 35, das... Das habe ich natürlich gesehen, ne? Dass das 35 kostet. Was ich mir nie im Leben leisten kann. Warte, doch, kann ich. Gib her die Ultraklinge. Ja. Warte. Beste Verwendung. Wer jetzt nicht versteht, warum die so krass ist, die haut doppelt zu. Und wenn man die richtig stark boostet, kann sie halt jeden Gegner fast one-hitten. Also ich habe damit beim letzten Run jeden Boss weggeklatscht. Da sind 3 Gegner, überlebe ich nicht. Komm, Healer. Danke. Danke, dass du nochmal 5 HP von mir eigentlich gerade willst. Das Spiel will mich tot sehen.
Die können ja zum Glück keine Giftattacken. Erstmal runterschwächen. Danach kann ich mit der Vorbeiklinge arbeiten. Ich würde jetzt beispielsweise an denen schon 30 Schaden machen. Muss ich blocken. Ich habe die Klinge hier vergessen. Das Schöne ist, immer wenn dieser Harmoniewert hier unten mehr ist, als in sie HP haben, dann kämpfen die halt für mich. Für die, die das bis jetzt nicht verstanden haben. Also für die, die jetzt gerade neu dazugekommen sind. Um das ein bisschen nett auszudrücken. 21 muss ich blocken. Ich darf halt keinen Schaden kriegen. Richtig gemein. So, 20. Ne, 23 muss ich blocken. Oder auch nicht. Aber ich hoffe, ihr habt bisher Spaß mit dem, was ihr hier seht. Schön, dass du direkt wieder zurückkommst, mein Kaninchen. Die Vorbeiklinge hat's vollendet, ja! Genau dafür habe ich sie gekauft. Turmschild. Okay, mein jetziger Schild ist aber besser. Das aktiviere ich einmal und dann kriege ich jede Runde 3 Harmonie extra. Mitnehmen. Ja, Rest bringt mir nichts, ne? Ich hoffe einfach gerade bei den Kämpfen, dass ich ein Heil-Item kriege. Weil ich habe gleich einen Boss vor mir. Das Dreieck würde ich eigentlich schon gerne einmal aktivieren. 14... 23... 36... Alter, ich kann den Schaden nicht mal abdecken! Aua! Okay, den Schaden kann ich nicht abdecken. Die kann ich nicht besiegen in meinem jetzigen Status. Muss ich auf die nächste Ebene gehen. Und beten. Jetzt kommt genau hinter denen, werden Heiler. Also den Boss schaffe ich so doch im Leben nicht. Ach so, es ist der Klingenmeister. So, Dreieck aktiviert. Jetzt kriege ich ja jede Runde mehr Harmonie. Ich kann auch die Bosse bekehren. Oh, ich vergaß, der kriegt extra Schaden, wenn ich irgendwas tue. Okay, ich darf erstmal nicht draufhauen. Gehe ich halt erst auf Verteidigung. Wertet der das als Angriff? Nein. Das Dumme ist, ich kann halt nicht angreifen. Einer müsste noch gehen. 21 muss ich auf jeden Fall schon mal abdecken. Alter, Harmonie auf über 200 bringen. Außer ich hau mit der Vorbeiklinge einmal drauf. Ich irre viel Harmonie. Das ist ein Segen. Der hat auch keine Stacheln mehr. Das heißt, vom Prinzip her kann ich ihn jetzt angreifen. Ok,
Okay, den Schaden kann man leicht abdecken. ...31, um Gottes Willen. Okay, hier muss ich nur einmal blocken. Wir können jetzt einfach runter zu prügeln. Macht mehr Sinn, als auf Harmonie von der Flöte zu gehen. Weil hier mache ich 5 Harmonie... Und hier mache ich 30 Schaden. Natürlich, wenn er mal nicht gerade den OP-Schlag rausholt. ...20, das deckt sich ab. Der Boss ist auf meiner Seite! Ist doch schön, wenn der Boss mal für einen kämpft. Ich glaube, ich nehme das und verbessere dann die Seite. So würde halt auch gut sein. Aber das bringt mir halt mehr. Nee, warte. So, dann kann ich hier anschließend machen. Ja, das Erz! Das verbessert alle Waffen. Wenn das an einen Edelstein angrenzt, dann ist der Schaden nochmal höher. Oh, wie gern würde ich das an die beiden hier dran tun, ne? Warte mal. Vielleicht kriegen wir das hin. So kriegen wir das hin. Jetzt verbooste der hier über die Teile hier 9 Schaden an alle Waffen. Entschuldigung, 6. Werte den hier oben aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich nur alle diagonal angrenzenden. Naja, soll mir auch recht sein. Packe ich das so hin, dann kommt da das wieder hin. Das abgesplitterte Schwert wird jetzt überhaupt nicht mehr geboostet. Aber soll mir egal sein, das Erz boostet ja dafür jetzt alles. Das Dreierkampf haben wir ja schon rausgefunden, ist richtig geil. Was werden denn die anderen beiden? Alle Rüstungen erhalten diesen Effekt. Für jeden angrenzenden Edelstein 3 Block. Nett. Nein! Das kann ich noch mitnehmen, kann ich verkaufen. Ach so, hier ist was Geiles drin. Verkaufen. Der Fluchzerstörer! Danke! Muss ich nur immer Plätze frei halten. Dann kann ich keine... Stand da gerade Magma-Kern? Wir sind schon beim schlimmsten Gebiet angekommen, oh nein. Das Gebiet ist grausam. Ich hätte gern die... ich würde gern die Hasenverteidiger in mein Team holen. Eventuell blocken die dann für mich. Weil die fangen ja jeden Angriff ab bei mir. Vielleicht funktioniert das ja auch andersrum. Kannst mein Geld haben. Ich habe eh nichts. 21 muss ich blocken. Das Ding aktivieren wir natürlich. Magst du für mich kämpfen und eventuell den Schaden blocken? Ich bin so oder so tot durch die Schlange. Was soll ich gegen die Schlange machen? Nee, der blockt das echt für mich ab. Sogar das Gift. Oh, bist du nett. Du bist mein Held. Mein Held in der schimmernden Rüstung. So,
So, noch einen von denen kommt hier rüber. Meine Hasenhelden. Beschützt mich. Ja, ich habe zwei Kameraden, die mich beschützen. Wie geil ist das denn? Ey, ohne die würde ich hier sterben. Ey, ohne diese Hasenritter wäre ich tot. Vorhin, als ich diese komische Ratte gespielt habe, haben die mich übelst genervt und jetzt sind die einfach ein Segen. Wie nett. Nee, Schaden nehmen kann ich mir ja momentan nicht leisten, ne? Würfel, aus bester Hoffen. Chief, nochmal den Handschuh. Regeneration kann mich heilen. Und den Kaktus kann ich ja mitnehmen. Wenn ich mal Schaden nehme. Sind hier noch mehr solche Hasenverteidiger irgendwo? Da ist ein Hasenverteidiger. Und dann könnte ich mich da eventuell hier ein bisschen hochheilen. Nee, wenn will ich den da zu mir rüberholen. Schaden ist abgedeckt. Komm rüber zu mir, Jung. Ich brauch dich. Ich will dir auch nicht zu viel Schaden machen. So, danke. Jetzt habe ich einen Verteidiger. So, komm rüber. Und als nächstes hole ich mir die Kabel. So, jetzt kann ich mich ein bisschen hochheilen. Über die Regeneration. Die Regeneration würde ich nämlich echt gerne auch brauchen. Ist ein bisschen Heilung. Oh, zumindest 10 Leben jetzt wieder. Da hätte ich mehr Energie. Oh, Leben. Ich will nicht die Flöte wegwerfen. Mein Gott. Ich will nur das da in mein Inventar holen. Die Holzklinge wäre besser als das. Dann habe ich wenigstens noch einen Platz für ein weiteres Heil-Item. Ich brauche Heilung gerade mehr. Ist auch eine Heilung. Oh. Spiel mag mich. Der Ruhmesjäger ist der klaut. Der Kampf hier ist die Hölle, das weiß ich jetzt schon. Ah nee, ich hab dich mit den anderen Typen verwechselt. Oh, um Gottes Willen, ich muss auf jeden Fall die Schlange wegbekehren. Irgendwie. So, das Ding erstmal aktivieren. Okay, der geht auf Stacheln. Jetzt geht er auf Angriff. 34. Ihr seid grausam. Von was kriege ich jetzt die ganze Zeit Regeneration? Ach so, ich habe ja den Fisch gehabt. Stimmt ja. Schon vergessen gehabt. So, komm rüber, Schlange, dann vergiftest du mich wenigstens nicht mehr. So, und deine Stacheln sind mir vollkommen egal. Was ist das da für ein Effekt? Dickes Fell. Schaden durch Projektile wird um 40% reduziert. Okay. Ich kämpfe nicht mit Projektilen, also kann mir das eigentlich auch egal sein. Nein, komm wieder hier rüber. Ich will dich bloß nicht im Gegnerteam haben.
Oh. Wodurch habe ich den Schaden genommen? Das wird... die Flöte wird doch nicht als Angriff gewertet. Na gut, ich weiß ja, dass ich den Kampf hier locker gewinne. Wenn ich ihn hier direkt bekehre. So, die Regeneration gönne ich mir. Das abgesplitterte Schwert ist vielleicht doch besser als das Holzschwert, weil das wenigstens keine Energie verbraucht. Aber ich brauche halt die Heilung. So, ich habe hier den Verteidiger auf meiner Seite. Und als nächstes hole ich mir Krabi. Der nichts tut. Schließ dich mir an! Ach Kacke, war vielleicht nicht die beste Idee. Wegen der Regeneration. Naja, Kampf gewonnen. Ersatzwürfel. Verwenden, um noch mehr Kampfbelohnung zu bekommen. Das ist ein legendäres Item. Okay, was bekam ich jetzt dazu? Gar nichts. Schön, danke. Danke, Spiel. So, hier war eine Heilung. Vielen Dank. So, jetzt können wir weiter. Reinigende Bombe bringt mir nichts zu verkaufen. Ich könnte ihm das Halsband geben. Ach, der hat keine Heilung diesmal. Nicht das Schwert des Paladins, das ist Müll. Das kriege ich nie wieder weg, wenn ich es einmal mitnehme. Vielleicht kann ich ja was aufwerten. Fügt einem Instrument 3 Schaden hinzu. Ist schön. Alles kostet über 10 und ich habe 4. Wie nett dieses Spiel zu mir ist. Ich meine Verteidigung nicht hoch genug, um alles zu blocken, ne? Ich vergaß, ich muss das Dreieck nutzen. So, am allerbesten wäre, wenn die Schlange jetzt instant zu mir rüberkommt. Was ich nicht hinbekomme. Und ich jetzt Gift bekomme. Was mich umbringen kann. Und wahrscheinlich auch wird. Schade, dass ich nichts habe, was bei mir alle Statuseffekte wegmacht. Tot! Diese Schlangen. Da ist auch eine Schlange und eine Kobra auch noch oben drauf. Du, komm rüber, ich brauch dich. Verteidige mich. So, das Dreieck sollte ich vielleicht mal aktivieren. Jetzt gerade muss ich mir keine Sorgen machen, dass die mich angreifen. Das kriegt alles der Ritter da ab. Schafft.
Kann da mal ein Highlight dabei sein? Das hier macht nur Max-HP. Warum krieg ich keine Highlights im Spiel? Das hätte ich wesentlich früher gebrauchen können. Wenigstens ein bisschen Heilung. Muss nur den Kampf überleben. Was mit einem Olm im Raum sehr schwer werden könnte. Weil die irre viel Schaden drücken. Ich aktiviere jetzt erstmal das Dreieck. Aua. So, schon mal einer kämpft für mich. 33 muss ich blocken. Obwohl, muss ich nicht. So, jetzt muss ich nur 22 blocken. Um Gottes Willen. Das Gemeine an dem Olm ist, dass er sich jede Runde hochboostet. Nächste Runde habe ich ihn. Ja. Überlebt. Ich habe den Krieg überlebt. Kriege ich jetzt 3 HP, die ich vorher verloren habe. Nein, nö. Gib mir Heilung, Spiel. Warum kriege ich keine Heilung? Warum ist das Spiel so fies zu mir? Habe ich überhaupt einen Schlüssel bei mir? Nö. Der Laden hatte, glaube ich, auch keinen Schlüssel. Tausche Essen gegen einen Hackeball. Ich habe kein Essen. Und ich will keinen Hackeball. Außer es ist das Goldene. Das kann ich wenigstens verkaufen. Hallo, lieber Echsenkrieger. Hol dir ein anderes Item der gleichen Seltenheit. Mich irgendwas mit einer hohen Seltenheit, das ich nicht gebrauchen kann. Ja, momentan kann ich das nicht gebrauchen. Und krieg dafür einen legendären Bogen. Wofür ich Pfeile bräuchte. Na gut, ich kann das Schwert wegwerfen, den Bogen mitnehmen und den dann verkaufen. Der müsste ja eigentlich was wert sein. Ja, der war 17 wert. Ich nehme den Schief hier noch mit. Und ich könnte noch einen Saphir mitnehmen. Der würde nochmal Waffen boosten. Prozent meiner Statuseffekte. Das wäre eigentlich ganz nett. Jetzt kann ich hier, wo ich dauerhaft Gift in mir entgegengeschleudert kriege, sehr gut gebrauchen. Da ist eine Schlange und ein Olm, die bringen mich um. Wenn ich die Schlange schnell genug besiege, könnte ich das hier schaffen. Das sollte jetzt mittlerweile möglich sein. So, das Ding direkt aktivieren. Ich kann das Gift ja zum Glück auch einmal entfernen. So, Gift entfernt. Ich darf nicht vergessen, dass der 13 Stacheln hat.
Das heißt, ich kann nur einmal draufhauen. Aber ich habe ja zum Glück mal die Schlange. Die Schlange, die richtet's. So, jetzt hat er keine Stacheln. Jetzt kann ich draufhauen. Oh, geschafft. Was ist denn Pfeife eigentlich? Ah, dann kriege ich nochmal 3 Harmonie für eine Energie. Wenn ich gerade keine Flöte bei mir hätte. So, geschafft. Die beiden sind besiegt. Und wie immer. Oh, die Machete. Die Machete, die ist gut. Kann ich allen 8 Schaden drücken, ohne Energie zu verbrauchen. Ja, momentan, der Glücksbring, der verarscht mich gefühlt nur. Ich könnte eine Harfe ruhig wegwerfen. Dann kann ich hier die Machete packen, die wird ja eh geboostet ohne Ende. Und dann könnte ich allen Feinden richtig gut Schaden drücken. Da mache ich mehr, als ich hier mit der Harfe Harmonie mache. Oh, endlich kriege ich mal nützliche Items. Jetzt kann ich hier die eventuell auch besiegen. 38. Hier mich auch. Ich kann sie eventuell besiegen. Zack, tot. Ich glaube, den Kampf skippe ich, den kann ich nicht gewinnen. Kaufen kann ich mir auch nichts mehr. Hier ist ein Schmied, einen Schlüssel habe ich nicht. Weiter. Ich freue mich auch überhaupt nicht auf den Boss, ne? Das ist ja dieser König mit 750 Leben. Das wird überhaupt kein Albtraum mit der. Mit ihm. Ich wieder vergesse, dass das ein Junge ist. Oh, dreh das Rad. Was haben wir denn? Ein Fass. Das ist der Schaff Getränke. Ein Fluch. Ein Instrument. Das wäre auf jeden Fall besser als meine Flöte. Also... Das, was ich am ehesten haben will, ist wirklich das Horn. Komm, bitte, bitte. Ich habe noch 7 Gold. Wir verbraten es und hoffen aufs Horn. Komm. Oh, das nächste kostet natürlich 6. Ein Alpha-Stern. Jeder leere Raum kriegt einen schönen Shuriken. Danke. Soll ich dir mal zeigen, wie viele leere Räume ich habe? Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Och, und dann kommen die Feuergeckos. Die waren gerade eben schon ein Albtraum. Wie soll ich die denn besiegen? Können alle 3 Flüche auf mich wirken. Den Kampf kann ich nicht gewinnen. Den Kampf kann ich unmöglich gewinnen. Das ist nicht möglich. Wenigstens hier neue Sachen, ne? Sehr nette Items hier. Das Beste ist halt wirklich das Instrument, ne?
Ich brauche gar nicht in den Kampf ziehen. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt hier das allerbeste Item kriegen würde, ist es unmöglich, diesen Kampf zu gewinnen gegen die drei Feuergeckos. Es ist unmöglich. Nicht mit dem wenig Leben, was ich habe. Aber ich würde gerne zumindest einmal die Trommel haben. Schön, dass ich zweimal hintereinander so das Hackeball bekommen habe. Spiel du mich auch. Ich könnte es allein dadurch nicht schaffen, dass die alle drei erstens Feuer auf mich richten und unter anderem mich verfluchen. Es ist nicht möglich. Hier, schluckt meine Tränke. Weil sobald ich dran bin, kriege ich durch das Feuer Schaden. Und ich würde auch nicht überleben, weil der Fluch mir genügend Schaden drückt. Wir müssen es uns eingestehen an der Stelle. Den Kampf kann ich nicht bis zum Boss machen. Ist nicht möglich. Aber auch hauptsächlich nur deswegen, weil ich einfach so gut wie kaum Heil-Items bekommen habe. Hätte ich irgendwie eine Heilung mal unterwegs bekommen, dann hätte ich das schaffen können. Aber so? Kannst du komplett vergessen. Naja, war auf jeden Fall ein interessantes Team heute. Ich mache hier dann jetzt für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, ihr von Twitch, ihr könnt ja beim YouTube-Kanal vorbeischauen, den ich jetzt gerade verlinkt habe. Da lade ich das später noch hoch. Auch viele andere Streams. Und da mache ich auch wesentlich mehr als hier auf Twitch. Könnt da ein Abo da lassen. Ich wünsche euch damit dann jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, dass euch der Stream bis hierhin gefallen hat. Tschüss!